Hallo, moin moin und willkommen meine Lieben. Konstantin aka Mr. B, heute mal mit einem kleinen Frage- und Antworten-Video. Für diejenigen, die mir vielleicht noch nicht auf Instagram folgen, hier noch ein Hinweis. Ich bin auf Instagram unter b-mr-b zu finden und ich habe dort in einer Story euch gebeten, mir Fragen zu stellen und ein paar möchte ich in dem heutigen Video gerne beantworten. Also lasst uns mal die Fragen anschauen. Die erste oder einige der ersten Fragen kam vom Flo vom Flop89 und er hat mich gefragt, welche einzige Uhr würdest du dir holen, wenn du nicht mehr als 1500 Euro Liste ausgeben dürftest? Und Flo, das ist schon eine ziemlich taffe Frage, aber auch eine sehr interessante Frage. Bauchgefühl, wenn ich mich jetzt direkt entscheiden müsste, würde ich erstmal sagen, Longines Hydro Conquest, also auch die von mir vorgestellte, entweder mit dem grauen Blatt, blauen Blatt oder grünen Blatt. Die gibt es dann mit einer Keramiklünette und zusätzlich am Stahlband oder aber am Kautschukband. Ich denke mal, am Stahlband zuzüglich Kautschukband sollte man die gut bekommen. Und so hast du eine sehr vielseitige Uhr. Du kannst die am Stahlband tragen, wenn es richtig heiß ist. Du kannst aber auch das Kautschukband, dieses integrierte Kautschukband dranhauen, wenn du mal ein bisschen Veränderungen möchtest. Und ich denke, das ist immer so der richtige Weg, sich eine Uhr zu suchen, die auch in gewissem Maße bänderfreundlich ist und gut aussieht. Aber ich bin halt auch mehr so ein Taucheruhrenfreund und Fan. Seiko kommt mir noch im Sinn, auch da wieder eine Tauchuhr, die Baby Marine Master vielleicht, die finde ich ganz gut. Bisschen teurer, vielleicht noch eine Pressage, aber ich glaube eher weniger in dem Bereich. Eine Sinn könnte ich mir da noch ganz gut vorstellen. 1500 Euro wird schwierig, den Sinn Flieger, ich glaube der kostet 1750 Euro, der hat 38,5 mm Sinn Flieger Chronograph oder aber die Sinn 104. Die könnte ich mir noch gut vorstellen. Am Age-Link-Band, die müsste bei 1420 Euro liegen. Ich glaube, das wären so meine Hauptfavoriten. Also ich fasse es noch einmal zusammen. Einmal natürlich die Longines Hydro Conquest am Stahlband mit zusätzlichem integrierten Kautschukband. Seiko finde ich ganz cool, aber schließe ich jetzt erstmal aus, weil da finde ich einfach die Idee der Sinn noch cooler. Also entweder die Longines oder aber eine Sinn 104. Am H-Link-Band und vielleicht dann auch noch mit einem passenden Leder- oder Kautschukband dabei. Watchmate hat mir die Frage gestellt oder hat mir zwei Fragen gestellt. Frage Nummer 1, welche Uhr möchtest du aktuell loswerden? Und Frage Nummer 2, welche Uhr planst du momentan dir zu holen? Und das ergänzt sich bei mir in der Tat. Gut, loswerden hört sich so ein bisschen rauer an. Aber beantworten wir das mal. Und ich denke mal, ihr habt das ja auch in dem 6-Monats-Review meiner Grand Seiko schon mitbekommen, dass ich da überlege, die zu verkaufen. Alle Punkte, die ich beschrieben habe, als ich mir diese Uhr gekauft habe und den ersten Review gemacht habe, sind nach wie vor gültig. Wenn ich die Uhr in Videoaufnahmen sehe, in meinem Review in den Aufnahmen sehe, bin ich nach wie vor verliebt. Also ich mag den Ticker, gefällt mir super gut. Am eigenen Arm, weiß ich nicht, werde ich dann wiederum nicht ganz so warm damit. Also sie kriegt nach wie vor kaum Tragezeit und das ist einfach sehr schade und ich bin immer noch der Meinung, was nicht getragen wird, kommt weg. Ähnlich geht es mir aktuell bei meiner Stover Classic Flieger mit dem Typ B Ziffernblatt, auch die bekommen nicht sehr viel Tragezeit. Solltet ihr da Interesse haben, schreibt mich gerne an, vielleicht lässt sich da ja was machen. Aber ja, das sind so diese beiden Uhren, wo ich sage, da könnte ich jetzt gucken, dass ich sie verkaufe. Welche Uhren plane ich momentan mir zuzulegen? Auch da habe ich zwei Uhren bei mir auf der Liste. Auf der einen Seite liebäugle ich schon sehr, sehr lange mit der Tag Heuer Aquaracer 43 mm weißes Ziffernblatt. Auf der anderen Seite mit der Sinn 104, auch da mit dem weißen Ziffernblatt. Beide am Stahlband, obwohl ich die Sinn genauso wie die Aquaracer dann glaube ich eher am schwarzen Kautschukband tragen würde. Natürlich jeweils von dem Hersteller, also die Sinn am Sinn-Kautschukband und die Tag Heuer am Tag Heuer-Kautschukband. Also das sind so meine aktuellen Hintergrundgedanken oder Gedanken zum Wechsel oder zum Update der Sammlung, die ich im Moment so in Erwägung ziehe. MC91.77 hat mich gefragt, wie kommst du an Kandidaten für deine Uhrensammlung-Reviews dran? Und das ist eine gute Frage, die kann ich sehr leicht beantworten. Schick mir eine Nachricht an b-mr-b@gmx.de. Schreibt mich an, dass ihr Interesse hättet, dass ich eure Sammlung reviewe. Bitte keine Anhänge schicken.
Das Problem ist, das landet bei mir direkt im Spam-Filter und dann sehe ich das nicht. Einfach eine ganz normale E-Mail schreiben und dann melde ich mich bei euch, dann antworte ich euch und dann gucken wir zusammen, wie das Ganze funktioniert. Was ihr wissen solltet, ist, ich mache Sammlungsreviews nur auf Basis von Videos und nicht auf Basis von Fotos. Das ist nicht, um euch zu ärgern, aber ich finde einfach, dass in Videos die Uhr besser rüberkommt, besser rauskommt und das macht, finde ich, auch meine Sammlungsreviews ein bisschen interessanter. Also von daher, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail. Der Olli hat gefragt, was ist eine gute Strategie für den Kauf beim Konzi? Ich sag mal, mein Quick-Tipp, Konstantins Quick-Tipps zum Kauf beim Konzi. Nummer 1 wäre, legt euch erstmal ein Limit fest, ein finanzielles. Also überlegt euch vorher, wie viel Geld ihr ausgeben wollt, könnt, möchtet. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Punkt 2 ist, überlegt euch schon mal vorher, welche Richtung der Uhr es denn sein sollte. Entweder habt ihr vielleicht schon eine spezifische Uhr im Hinterkopf, guckt euch die an, informiert euch vorher über Uhrenforen, über YouTube und guckt euch da ein bisschen was zu an und auch haltet nach möglichen Alternativen Ausschau, dass ihr auch die Vergleichsmöglichkeiten habt und fragen könnt, hey, ich möchte die Uhr, aber haben Sie auch die Uhr oder haben Sie Alternativen in dem Price Range? Das würde auf jeden Fall helfen. Ein sehr wichtiger Punkt ist auch zu wissen, was sind denn die Marktpreise der Uhren? Das heißt nicht, dass ihr einen Konzessionär auf Graupreis runterhandeln soll, schrägstrich könnt. Denn ihr müsst immer berücksichtigen, ihr bekommt da die persönliche Beratung, ihr könnt die Uhren live angucken, ausprobieren und das sollte man auch honorieren, meiner Meinung nach. Und ja, das ist so die Grundbasis, die man haben sollte, wissen sollte, wenn man zum Konzessionär geht. Ansonsten gilt natürlich, behandelt euer Gegenüber genauso, wie ihr behandelt werden möchtet und genießt das Ganze, habt Spaß dabei. Geht nicht dahin und meint, ihr müsst euch irgendwie fancy anziehen oder so. Braucht's nicht. Behandelt die Leute mit Respekt, so wie ihr auch behandelt werden möchtet und genießt das einfach. Setzt euch hin, guckt euch die Ticker an, schnackt ein bisschen mit dem Konzi und dann wird das auch mit dem Uhrenkauf. Und die letzte Frage, vorerst letzte Frage. Ihr habt mir so viele geschickt, es gibt noch ein zweites Video. Kommt von Wigges66. Wie ist deine derzeitige Einstellung zu Vintage-Uhren? Und was wäre für dich interessant? Tja, meine Einstellung zu Vintage-Uhren ist immer noch schwierig. Ich habe nichts gegen Vintage-Uhren. Ich finde das sehr interessant. Kaufe mir aber lieber neue Uhren. Und ich behalte ja das Gros meiner Uhren. Ich bin langlebig oder langfristig ausgelegt als Sammler. Und ich mag es, wenn die Uhren alt mit mir werden. Die Speedmaster habe ich seit 2012. Die hat jetzt 8 Jahre auf dem Buckel. Die hat ein paar Kratzerschrammen. Meine GMT Master habe ich seit 9 Jahren, seit 2011. Auch die hat so einen Teil einer Geschichte mit mir erlebt und dadurch mag ich sie. Mir jetzt eine alte Uhr zu kaufen, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Das Einzige, wo ich überlege und was mir gefallen könnte, wäre so eine, ich sag mal, eine Jahrgangsuhr. Ob das jetzt eine Jahrgangs Datejust ist oder von Tag Heuer oder Heuer eine Jahrgangsuhr. Da gibt es ja viele Varianten, auch von Omega vielleicht. Das muss ich abwarten, aber das wäre so der einzige Punkt, wo ich im Moment sagen würde, hey, da hätte ich dann Spaß dran und da würde ich Vintage für mich berücksichtigen. So, meine Lieben, das soll es für heute dann auch wieder gewesen sein mit einem Frage- und Antworten-Video. Ich hoffe, euch hat diese Art des Videos gefallen. Hinterlasst gerne dazu auch mal einen Kommentar, wenn ihr gerne mehr davon sehen möchtet. Schreibt natürlich zu allen gestellten Fragen gerne auch noch Kommentare und Antworten. Mich interessiert da wie immer eure Meinung. Ich wünsche euch allen jetzt erstmal ein richtig schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.